In genau einem Monat ist der Mai vorbei und dann ist das auch vorbei mit der Möglichkeit, die ganz eigene Gute-Nacht-Geschichte zu bestellen. Dein Kind geht auf eine unglaubliche Reise, aber nur bis Ende Mai, also in den nächsten 7 Tagen noch bestellen, online und zwar nur auf abinsbett.net. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 637. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, mit euch gemeinsam in diesen Dienstagabend zu starten. Und wie immer beginnen wir mit dem Recken und Strecken. Ich lade euch alle ein, macht mit, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Dienstagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 637. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstag, den 24. Mai. Finn und das wilde Kinderzimmer. Finn ist ein ganz normaler Junge und es ist ein ganz normaler Dienstag. Es kann sogar der heutige Dienstag sein. Dienstage findet Finn gar nicht gut, denn am Dienstag passieren Sachen, die mag er nicht unbedingt. Mama sagt aber, das gehört mit dazu. Dienstag heißt es immer Kinderzimmer aufräumen. Jeden Tag ist nämlich ein anderes Zimmer dran und Dienstag eben Finns Kinderzimmer. Am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag kann er machen, was er will. Aber am Dienstag, da heißt es aufräumen. Und es ist so kompliziert mit diesem Aufräumen. Überall im Finns Zimmer liegen Sachen herum. Seit einer Woche hat sich ganz schön was angesammelt. Vor allem hat er doch mit seinen Bausteinen richtig schöne Häuser, Welten und ganz eigene Reiche gebaut. Und das soll nun alles verschwinden, nur weil mal wieder Dienstag ist und nur weil mal wieder aufgeräumt werden muss. Mama hat einen Besen in Finns Zimmer gestellt. Und Finn soll all die Spielzeuge, die Autos, die Bauklötze und alles andere, was am Boden rumliegt, einfach so mit dem Besen in eine Ecke schieben. Mama möchte nämlich mit dem Staubsauger durch das Kinderzimmer durchgehen. Und das ist jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Bisher kann Finn gerade mal so durch sein Kinderzimmer laufen. Aber tatsächlich ist das Laufen gar nicht so einfach, denn aua, es tut ganz schön weh, wenn man auf so einen spitzen Baustein drauftritt. Vor allem nachts, wenn man irgendwie mal auf Toilette muss oder eben kein Licht an hat oder auch mal nicht aufpasst, wo der rechte oder der linke Fuß einen Tritt hinmacht. Doch immer noch hat Finn überhaupt keine Lust aufzuräumen. Sein Kinderzimmer sieht doch eigentlich ganz gut aus. Er steht an der Tür und blickt in sein Zimmer hinein. Eigentlich ist das doch Kunst. So ein buntes, wildes Zimmer hat die Welt wahrscheinlich noch nie gesehen und warum soll er denn aufräumen? Kunst darf doch alles und Kunst kann doch bleiben. Denn wer zerstört denn schon ein Kunstwerk? Und wenn er nun mit seinem Besen durchs Zimmer geht und all das ganze Spielzeug einfach so beiseite schiebt, dann ist das Kunstwerk zerstört. Und das möchte Finn nicht. In der Zeit, in der er nun eigentlich aufräumen sollte, kommt Finn auf ganz andere Ideen. Der Besen, den er hat, der ist doch sehr gut geeignet. Mit dem kann man doch bestimmt tolle Dinge machen. Nicht nur Dinge wegfegen und zusammenkehren, sondern ihn vielleicht auch zum Besenfliegen benutzen. Das kennt Finn aus seinem Lieblingshörspiel. Und sein Besen bekommt auch einen Namen. Er nennt ihn irgendwas mit er nennt ihn Gulaschkanone. Gulaschkanone ist ein toller Name, denkt sich Finn. Und er reitet auf dem Besen. Als Finn nun kurz die Augen schließt, verändert sich etwas. Sein Kinderzimmer sieht noch genauso wild und schön aus, wie es sich gehört, aber es verändert sich etwas unter den Füßen von Finn. Denn er verliert die Bodenhaftung und er hebt einfach so ab. Finn fliegt davon.
mit seinem Besen Gulaschkanone. Er fliegt durch sein Zimmer und durch das geöffnete Fenster fliegt er nun nach draußen. Er dreht eine Runde über die Häuser der Nachbarschaft. Er winkt seinem Nachbarn Herr Widinski zu. Der macht ganz schön große Augen, denn Herr Widinski hat wahrscheinlich noch nie einen fliegenden Besen und noch keinen fliegenden Finn gesehen. Zumindest guckt er gerade so. Nach den ersten Flugerfahrungen kommt Finn zurück in sein Kinderzimmer. Genau als Finn mit Gulaschkanone wieder in seinem Zimmer landet, geht die Tür auf und Mama kommt rein. Sie sieht nicht sehr glücklich aus, denn im Zimmer von Finn hat sich noch nichts getan. »Finn, du sollst doch aufräumen«, sagt sie. Und man merkt ihr an, dass sie ihre gute Laune wahrscheinlich vor dem Eintreten ins Kinderzimmer draußen vergessen hat. Finn versucht ihr alles zu erklären, vom Besen, mit dem man fliegt, der nun einfach so Gulaschkanone heißt und gar nicht so gut geeignet ist, um Dinge zusammenzukehren, sondern viel besser, um damit zu fliegen. Doch Mama interessiert das nicht wirklich und schlussendlich hat Finn keine andere Wahl. Dienstag ist eben Aufräumtag. Er nimmt sich vor, das ganze Spielzeug ganz schnell in eine Ecke zu schieben. Und dann wird er nochmal eine große Runde drehen mit Gulaschkanone. Und wer weiß, wen er dann noch draußen alles trifft und mit wem er dann noch mit Gulaschkanone eine Runde um die Häuser fliegt. Finn weiß auf jeden Fall, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht.